Ö1 Podcast. Ö1 Journal Panorama. Guten Abend. Die Galapagos-Inseln sind ein Dorado für Naturbeobachtung und Forschung. Die Inselgruppe gehört zu Ecuador, liegt aber weit draußen im Pazifik. Durch diese isolierte Lage konnten hier viele Tier- und Pflanzenarten überleben, von denen viele nirgendwo sonst auf der Erde vorkommen. Einzigartige Meerechsen, Seelöwen, Pelikane, Schildkröten, Babyrochen und Haiarten tummeln sich hier. Schon Charles Darwin machte auf den Galapagos-Inseln wichtige Beobachtungen, die heute noch von Forscherinnen und Forschern genutzt werden. Doch das Paradies ist gefährdet. Nicht nur Müll im Meer, invasive Pflanzen, eingeschleppte Tierarten und der zunehmende Tourismus bringen das fragile Ökosystem in Gefahr. Auch Ecuadors Drogenkrieg macht vor den Inseln nicht Halt, denn sie liegen auf der Route der Schmugglerboote nach Mittelamerika und in die USA. ARD-Korrespondentin Anne Herberg hat die Galapagos-Inseln besucht. Du kommst an und hast das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Du läufst über das karge schwarze Lavafeld und plötzlich triffst du auf einen Leguan, der dich vielleicht kurz anguckt, aber ansonsten mehr oder weniger ignoriert. Und du hast das Gefühl, du bist vielleicht der erste Mensch, der jemals einen Fuß auf diese Inseln gesetzt hat. Es ist ein absolut außergewöhnlicher Ort. Galapagos. Rund 100 vulkanische Inseln, manche winzig, andere bewohnt. Das ganze Archipel nur halb so groß wie Schleswig-Holstein. Es faszinierte schon ihren Ur-Urgroßvater. Sarah Darwin, die heute am Naturkundemuseum in Berlin arbeitet, ist Ur-Urenkelin des britischen Naturforschers. Charles Darwin setzte schon im September 1835, also vor knapp 200 Jahren, seinen Fuß auf die ungewöhnliche Inselwelt im Pazifik. Umspült von mehreren nährstoffreichen Meeresströmungen, gilt es heute als eines der artenreichsten Biotope der Welt. Bedenkt man die unbedeutende Größe dieser Inseln, so fühlt man sich umso mehr über die Zahl ihrer eingeborenen Geschöpfe überrascht. Schrieb Charles Darwin damals in sein Tagebuch. Er war erst Anfang 20, als er mit der HMS Beagle die Welt umsegelte. Auf den Galapagos-Inseln traf er auf psychedelisch schillernde Echsen, auf Pinguine, die die Hitze des Äquators mögen, auf Kormorane, die nicht fliegen können, winzige Finken mit perfekten Schnäbeln und auf Schildkröten groß wie Weinfässer. Viele der über 4500 Arten leben nur in diesem einzigartigen Ökosystem. Als ich so dahinging, stieß ich auf zwei große Schildkröten, die jeweils mindestens 200 Pfund gewogen haben müssen. Eine fraß ein Stück von einem Kaktus und als ich mich näherte, starrte sie mich an und stapfte langsam davon. Die andere gab ein tiefes Zischen von sich und zog den Kopf ein. Sie sind das charakteristische Postkartenmotiv der Galapagos-Inseln. Bedächtig knabbert die Riesenschildkröte am trockenen Gras auf der Ranch El Chato, im hier sonst eigentlich feuchten Hochland der Hauptinsel Santa Cruz, umgeben von hohen Scalesia-Bäumen. Immer wieder hält sie kurz inne, dreht den Kopf zu uns, dreht ihn zurück, knabbert weiter. Und dann plötzlich zischt sie. Was wir hier hören, ist ihr Ein- und Ausatmen. Wenn die Schildkröte erkennt, dass sie in Gefahr ist, beginnt sie, die Luft in ihren Lungen schnell auszuatmen, wodurch sie kleiner wird, Platz unter dem Panzer hat und so ihren Kopf einziehen kann. Galapagos-Riesenschildkröten gelten als die Gärtner der Inseln, erklärt David Adias, der Touristen über die Ranch führt. Sie fressen die Früchte der Kakteen und Tomaten, scheiden die Samen wieder aus und tragen damit zur Ausbreitung der Pflanzen bei. Dann nähert sich, behäbig und schnaufend, ein zweites Tier. Beides sind Männchen, sagt David. Er erkennt das an der Größe des Panzers. Kommt es jetzt zum Revierkampf? Das Gegenteil scheint der Fall. Der Neuankömmling beginnt, seinen Artgenossen zu umgarnen und versucht sogar, wenn auch recht tapsig, ihn zu besteigen.
Die hier hätten rund 70 bis 80 Jahre auf dem Panzer. Mittleres Alter also für eine Schildkröte. Eine genaue Methode zur Bestimmung des Alters gäbe es zwar nicht, doch Größe, Beschaffenheit des Kopfes und die Ausprägung sogenannter Wachstumsringe auf dem Panzer gäben Aufschlüsse. Je weniger Ringe, desto älter. Im Jahr 1835, als Charles Darwin ankam, nahm er eine Schildkröte mit nach England. Später kam sie nach Australien und starb dort 2006. Das war Harriet bzw. Harry, denn dass es ein Weibchen war, kam erst später heraus. Sie wurde über 170 Jahre alt. Das ist die bisher zuverlässigste Aufzeichnung, wie alt diese Schildkröten werden können. Dass es Darwin persönlich war, der Harriet mitnahm, das gilt heute allerdings als ziemlich unwahrscheinlich. Denn der Naturforscher war selbst gar nicht hier im Hochland der Insel Santa Cruz unterwegs, von der Harriets spezielle Unterart, die Chelonoides nigra porteri, stammt. Es gab auf den Inseln einst 14 oder sogar 15 Schildkrötenunterarten mit einer Population von rund 250.000 Tieren. Je nachdem, in welcher Umgebung sie lebten, welche Nahrung sie zu sich nahmen, entwickelten sie sich unterschiedlich. Mal mit Kuppel, mal mit sattelförmigen Panzern, mit längerem oder kürzerem Hals. Es waren auch solche Beobachtungen, die Charles Darwin später bei der Entwicklung seiner Evolutionstheorie heranzog. Heute allerdings haben nur 12 Arten in freier Wildbahn überlebt. Ungefähr 90% der Riesenschildkröten sind innerhalb von 3 Jahrhunderten verschwunden. Schuld ist, wie so oft, der Mensch, sagt Sarah Darwin. Looking back at the time that Darwin was there, you know, there was a lot of whaling going on. Wenn man auf die Zeit zurückblickt, als Charles Darwin auf den Inseln war, dann wurde dort viel Walfang betrieben. Auch Seelöwen fielen den Jägern zum Opfer. Dann kamen Piraten auf die Inseln. Sie jagten die Riesenschildkröten. Sie dienten als Frischfleischproviant auf den Schiffen. Denn die Tiere konnten monatelang ohne Nahrung und Wasser überleben. Und wer dachte damals schon daran, was es im Detail bedeutet, wenn eine Riesenschildkröte oder eine Galapagos-Tomatenart ausstirbt? Was wir aber heute wissen, ist, dass es einen Punkt gibt, an dem Lebensräume instabil werden, wenn zu viele Arten verloren gehen. Habitats become unstable if they lose too many species. Erst Jäger, dann Bauern und Siedler, deren Haustiere wie Ziegen und Schweine, Esel, Katzen oder Hunde die Schildkrötennester aufwühlten, die Eier zerstörten. Dass es heute wieder rund 20.000 Riesenschildkröten gibt, ist der Arbeit von Biologen des Charles Darwin Forschungszentrums zu verdanken, die die Tiere in Zuchtstationen aufziehen und später auswildern. Darwin was right when he referred to the Galapagos as this world within itself. Darwin hatte einerseits recht, wenn er sagte, Galapagos ist eine Welt für sich, aber es ist eben auch eine Welt, die mit anderen Welten im Austausch steht. Veränderungen finden heute in einem sehr viel größeren Maßstab und einer höheren Geschwindigkeit statt. Darüber herrscht mittlerweile ein Bewusstsein. Und ich würde sogar sagen, in gewisser Weise sind die Galapagos-Inseln heute besser geschützt als zu Darwins Zeiten. Der Erde droht das 6. Massenaussterben der Geschichte. Ein rasanter Verlust an Arten und Ökosystemen. An Orten wie Galapagos lässt sich beobachten, wie der Schutz der Natur vor dem Raubbau funktionieren kann. Doch es ist ein stetiger Balanceakt. »1959 erklärte Ecuador die Galapagos-Inseln zum Nationalpark. Mehr als 97% der Landfläche der Inseln sind seither geschützt. Das heißt, sie dürfen weder bebaut noch für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Touristen ist es nur erlaubt, sich auf eng begrenzten Pfaden gerade mal auf 1% der Landfläche zu bewegen. Und auch das meist nur in Begleitung offiziell registrierter Führer.« Die geschützte Landfläche der Inseln wurde 1998 um ein Meeresreservat ergänzt. Es umfasst zunächst die Gewässer 40 Meilen rund um den Archipel. 2022 allerdings wurde es nochmal erweitert, um einen 60.000 Quadratkilometer großen Korridor. Das neue Gebiet namens Hermandad, auf Deutsch Bruderschaft, verbindet den Galapagos-Archipel mit den Cocos-Inseln in Costa Rica. Es ist der zweitgrößte Schutzkorridor der Welt,
entlang dem sich eine Kette von Unterwasserbergen reiht. Dort verlaufen die Wanderrouten bedrohter Tierarten wie Schildkröten, Wale und Haie. Als ich ein Kind war, nahm ich meinen Vater zum Schnorcheln mit, dort, wo es Haie gab. Ich war starr vor Angst. Sie sind so viel größer als du und du denkst, dass sie dich fressen. Mit der Zeit wandelte sich die Angst in Neugier. Müssen wir sie wirklich fürchten? Was geschieht mit ihnen? Warum werden es weniger? Es ist noch vor Sonnenaufgang, als Diana Pasminio und ihr Team von San Cristobal aus aufbrechen. Nahe der östlichsten Insel des Archipels wollen sie Babyrochen und Haie erforschen. Das geht am besten im Morgengrauen, denn dann tummeln sich die Jungtiere in flachen Gewässern. Langsam nähert sich das Team der Meeresbiologen einer kleinen, von weißem Sand, schwarzem Lavagestein und wildem Gestrüpp gesäumten Bucht und wirft vorsichtig ein Netz im knietiefen Wasser aus. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Haie können sich erschrecken und die Bucht verlassen. Wir haben einen Versuch, den müssen wir richtig machen. Und da schwimmen sie, gepunktete Rochen und sogar kleine Hammerhaie. Flink fischen die Forscher einen aus dem Wasser. Er wird vermessen, dann eine Genprobe genommen. Auch um ein Bewegungsprofil der Tiere zu erstellen. Wo gebären sie ihren Nachwuchs? Wohin ziehen sie dann? Welche Faktoren beeinflussen diese Tiere, die als Jäger der Meere bezeichnet werden? Oder als Gesundheitspolizei, weil sie kranke und schwache Fische verzehren und die doch selbst enorm bedroht sind? An Orten wie Galapagos wird sich zeigen, ob diese Tiere überhaupt noch eine Zukunft auf der Erde haben. Es braucht lange, bis Haie geschlechtsreif sind und dann bekommen sie nur wenige Junge. Es ist super wichtig, sie in den ersten Lebensjahren zu schützen, bis sie sich reproduzieren. Erst mit 28 oder 30 Jahren kann ein Hai Nachwuchs bekommen. Das Risiko, dass er vorher von einem Schiffsmotor verletzt wird oder als Beifang in den Netzen großen Trawler landet, ist groß. Ecuadors Hochseefischer jagen direkt außerhalb des Meeresschutzgebietes. Rundherum ist die internationale Flotte der Industriefischer unterwegs, allen voran aus China. Haie werden außerdem immer noch wegen ihrer schmackhaften Flossen gejagt, die vor allem auf den asiatischen Märkten gefragt sind. Im Jahr 2017 wurde ein illegales chinesisches Transportboot festgesetzt, das mehr als 6.000 seltene Haie an Bord hatte. Der Rede musste eine Millionenstrafe an den Galapagos-Park zahlen. Der Ruf nach einer Erweiterung und mehr Kontrolle der Schutzzone wurde immer lauter. Dafür kämpften sogar die Fischer selbst. Die Mangroven wachsen dicht an die Uferpromenade von Puerto Ayora heran, dem zentralen Ort der Insel Santa Cruz. Möwen und Fregattvögel kreisen in der Luft. Schwarze Meerechsen sitzen regungslos auf einem Felsen. Und Seelöwen dösen im Schatten vor sich hin. Dahinter erstreckt sich das türkisblaue Meer. Bunte Fischerboote schaukeln auf dem Wasser. Früher fuhren die Schiffe unter internationaler Flagge hier bis knapp vor die Inseln. Damals, noch bis in die 70er hinein. Schiffe unter japanischer, chinesischer, amerikanischer, panamaischer oder ecuadorianischer Flagge. Es gab keinerlei Einschränkungen. Gefischt wurden Haie, Schildkröten, Delfine und alles, was sich im Meer bewegte. Und wir betrieben Tauschhandel. Geld war nichts wert. Wir lebten vom Meer und von Gottes Gnade. Erzählt Markus Freire, ein Urgestein der Inseln, Langustenfischer und einer der Mitinitiatoren der Schutzzone. Es seien auch sie, die traditionellen Fischer gewesen, Leute, die früher selbst Haie gejagt hätten, die später gemeinsam mit der Parkverwaltung für das Meeresreservat um Galapagos gekämpft hätten. Schließlich lebten sie ja von der Artenvielfalt vor den Inseln. Heute gibt es Zonen. Manche sind komplett für die Fischerei gesperrt. Andere Gebiete stehen ausschließlich den einheimischen Fischern offen, wie Walter Bourbon. Er ist oft tagelang auf See und hat dabei stets einen Satellitentransponder dabei. Seine Fahrten werden streng überwacht. Es ist nicht einfach. Ich könnte ein Netz auswerfen und damit schnell alles rausholen, was sich verfängt. Aber nein, denn so würde ich auch Tiere töten, die bedroht sind und deren Fang verboten ist.
Wir verwenden Leinen, Wurfstangen. Wir fangen noch von Hand. Das ist unsere Kunst. Wenn du mit den Fischen und dem Adrenalin kämpfst, das ist einzigartig. Seit der Einrichtung der Schutzzonen nehmen die Fischpopulationen wieder zu. Und zwar nicht nur vor Galapagos, sagt Eliezer Cruz, früher Direktor des Galapagos-Nationalparkes, der damals ebenfalls bei den Verhandlungen dabei war. Wir haben das erste Schutzgebiet damals nur gegen enormen Widerstand der Industriefischer durchgebracht. Ecuador gehört zu den größten Thunfischfängern der Welt. Heute sagen selbst Sie, unser Widerstand war ein Fehler. Die Schutzzone ist unsere Brutstätte. Es gibt heute wieder viel mehr Fisch. Das nennt man Spillover. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Reservat gesund ist und seine Funktion nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich erfüllt. Win-win, möchte man meinen. Doch ganz so perfekt funktioniert der Schutz rund um Galapagos natürlich auch nicht. Als Beispiel präsentiert Fischer Walter Bourbon seine gerade frisch eingeholte Ware. Neben einem großen Thunfisch und rund 2 Dutzend Pez Brujo, die Leckerbissen der Insel, eine Art stachelig roter und ziemlich gruselig dreinblickender Skorpionfisch, hat er auch eine große, von Nylonschnüren durchzogene Plastikpalette gefangen, mit Fetzen eines Netzes. Ja, das hier ist ein Panel, das an der Wasseroberfläche schwimmt. Von dort aus erstreckt sich das Netz 70 bis 100 Meter tief, beschwert mit Gewichten. Dazu ein Tank mit Löchern, in dem sich der Köder befindet, der die Fische anlockt. Fischsammler nennt man solche Fanggeräte. Eine Art spezielle Bojen mit Ködern und einem Gewirr aus Tauen versehen, die eingesetzt werden, um Schwärme anzulocken. Große Fischerboote würden sie mit Absicht nahe dem Schutzgebiet abwerfen, beobachtet Walter Bourbon. Ecuador erhielt schon 2019 eine sogenannte gelbe Karte von der Europäischen Union, weil es nicht schafft, selbst die eigene Industriefischerei zu kontrollieren. Laut einer Recherche des Online-Portals für Umweltthemen Mongabay fischten im Jahr 2020 immer noch mehr als 300 große Boote in der Nähe oder innerhalb des Meeresschutzgebietes. Viele schalteten ihre Satellitensysteme ab, um nicht geortet werden zu können. Sie kennen die Strömungen. Die Fischsammler treiben in das Schutzgebiet rein und locken dort sehr viele Fische an, die sich dann rund um die Fangbojen mit den Ködern tummeln. Wenn die Strömung die Plattformen wieder raus aus der Schutzzone treibt, haben sie die Fischschwärme im Schlepptau. Die Trawler kesseln sie dann mit riesigen Netzen ein. Das ist ein riesiges Problem. Sie fischen indirekt in der Schutzzone. Zurück bleibt der Müll, der sich nicht zurückverfolgen lässt. Plastikmüll kennt keine Grenzen und keine Schutzzonen. 94 Tonnen Plastikmüll wurden seit 2017 auf den Inseln gesammelt. Nur 1% stammt von Galapagos selbst, alles andere aus dem Ausland. Alberto Andrade von der Frente Insular, der Inselfront, zieht regelmäßig mit Freiwilligen über die Strände. Zuhauf liegen dort Plastikflaschen, alte Kanister mit Etiketten, beispielsweise aus Peru, andere mit asiatischen Schriftzeichen. Daneben ein dösender Seelöwe. Genau deswegen interessiert sich auch der Wissenschaftler Juan Pablo Munoz für die Abfälle. Diese Kanister hier wurden von Schildkröten und Fischen angeknabbert. Da sind die Bissspuren. Wie viel Plastik steckt bereits in den Tieren? Das will er wissen. Am meisten Sorgen bereiten dem Wissenschaftler Mikropartikel, also das Plastik, das sich durch die Witterung schon in winzig kleine Teilchen zersetzt hat. Siehst du den Plastikstaub hier? Das ist die Zukunft von allem, was du hier siehst, von allem Einwegplastik auf dieser Welt. Vergiss, dass Plastik in 1000, 2000 oder 1 Million Jahren verschwindet. Das ist gelogen. Plastik bleibt für immer. Die Fischerei habe sich seit dem Jahrtausendwechsel verdoppelt. Und mit ihr der Plastikmüll, sagt Andrade von der Inselfront. Es brauche mehr Kontrolle, mehr Bewusstsein, vor allem aber auch international verbindliche Regeln, sagt der Aktivist. Die
Schon wieder ein Einsatz im Morgengrauen. Diesmal mit dem Team der Küstenwache der Insel San Cristobal von Kapitän Oscar Valareso. Auf den Bildschirmen der Kommandozentrale auf der Brücke ist ein verdächtiges Fischerboot aufgetaucht. Wir vermuten, dass das Schiff ohne Genehmigung im Reservat fischt, weshalb ein Inspektionsbesuch erforderlich ist. Es ist fast schon ein Routineeinsatz auf dem Patrouillenschiff Isla Isabella. Trotzdem schlüpft die Küstenwache in Robocop-Montur. Also schusssichere Westen, Kampfhelme, Maschinengewehre. Man weiß nie, auf wen man trifft, sagt Néstor Castillo, der Chef der maritimen Einsatztruppe. Hier ist der Drogenhandel unterwegs. Hier verlaufen die maritimen Schmuggelrouten vom Festland in Richtung Mittelamerika und in die USA. Im Vergleich zu anderen Jahren sind die Beschlagnahmungen von Drogenpaketen nahe Galapagos stark angestiegen. Ecuador ist zum wichtigen Transitland für den Kokainschmuggel geworden. Es liegt nahezu ideal zwischen den Kokainanbauregionen Südamerikas und den Märkten in Europa, den USA und Asien. Auf dem Festland liefern sich Kartelle und Banden einen blutigen Krieg um die Kontrolle des Milliardengeschäfts. Weil die Sicherheitschecks an den Häfen zunehmen, wird der Schmuggel über Alternativrouten immer wichtiger. Eine führt über offene See, südwestlich am Galapagos-Archipel vorbei. Allein 2023 wurden im Umkreis von rund 200 Seemeilen um die Inseln 25 Tonnen Kokain beschlagnahmt. 150% mehr als im Jahr zuvor. Die Wüstenroute wird die Strecke genannt. Die Schnellboote sind bis zu 14 Tage auf dem Ozean unterwegs. Doch selbst der größte Tank reicht nicht für mehr als 2 oder 3 Tage. Irgendwann müssen sie auftanken. De aquí no sale combustible. Sie stechen vom Kontinent aus in See. Auf ihrer Route kommen sie hier vorbei. Es gibt strategische Punkte. Dorthin bringen andere Boote Treibstoff, deponieren ihn dort, um dann die Boote zu versorgen, die die Substanzen transportieren. Die Drogenkartelle hätten Galapagos zu ihrer Tankstelle gemacht, schrieb die Washington Post Anfang des Jahres. Die Nachricht sorgte international für Aufsehen, schreckte zudem Touristen ab. Das sei aber komplett falsch, beschwichtigt Kommandant Castillo. Der Treibstoff werde vom Festland aus transportiert. Die Inseln selbst seien sicher. Die Locals würden gut kontrolliert. Die Küstenwache lässt ihr eigenes Schnellboot zu Wasser. Die Einsatztruppe rast davon. Für 5 Seemeilen, knapp 10 Kilometer, brauchen sie nur wenige Minuten, bis sie das verdächtige Fischerboot erreichen. Die Besatzung hebt die Hände, die Offiziere zücken ihre Waffen. Dokumente bitte, was haben Sie geladen? Bei der Inspektion haben wir im Laderaum Haifischflossen gefunden. Das ist illegal in der Schutzzone. Die Ladung wird einbehalten, das Fischereifahrzeug beschlagnahmt und die Besatzung und Ware den zuständigen Behörden übergeben. Dann Waffen runter, alle geben sich die Hand, klopfen sich freundschaftlich auf die Schultern. Es war nur eine Übung, die Operation gestellt. Eine bildstarke Show für die Journalisten. Später erfahren wir aber, zur gleichen Zeit gab es, einige Seemeilen weiter, westlich nahe der Insel Isabella, tatsächlich eine echte Operation. Festgesetzt wurde ein Fischerboot, das nicht nur illegal Seegurken fischte, kein Gemüse übrigens, sondern ein mit dem Seestern verwandtes Tier, das vor allem in Asien als Superfood und Potenzmittel beliebt ist. Und nicht nur Seegurken wurden da beschlagnahmt, sondern eben auch Dutzende Kanister voller Benzin. Viel zu viel für die angegebene Route des Bootes. Nein, wir sind nicht die Narkotankstelle, sagt Fischer-Urgestein Marco Frede trotzdem. Aber Dinge veränderten sich. Wir sind zurück im Hafen von San Cristobal. Der Stützpunkt der Marine ist hier. 70% der wirtschaftlichen Aktivität der Insel aber findet auf der Hauptinsel Santa Cruz statt.
Tatsache ist, dass es immer Schmuggel und auch Drogenhandel gab, der hier über Galapagos geschleust wurde. Und es gab auch immer Leute von der Insel, die damit Geld gemacht haben. Das passiert schon seit vielen Jahren, aber das sind wenige. Das Problem kommt vom Festland, aber es berührt uns immer mehr. Wir sehen, wie es plötzlich ein Konsumproblem auf der Insel gibt. Und wir sehen, dass Leute von einem Tag auf den anderen zu sehr viel Geld kommen. Guck dir die ganzen Neubauten an der Uferpromenade an. Die große Sorge auf den Inseln, Negativschlagzeilen, könnten Touristen verschrecken. Denn von ihnen lebt der Großteil der rund 30.000 Einwohner von Galapagos. Die ganzen Nachrichten über den Drogenkrieg in Ecuador hätten den Tourismus bereits jetzt einbrechen lassen, hört man Taxifahrer sagen. Bajo. Bajo. Arturo Isurieta dagegen hat das gegenteilige Problem. Es kommen viel zu viele Touristen, sagt der aktuelle Direktor des Nationalparkes Galapagos. Von 260.000 Touristen im Jahr 2022 sei die Zahl auf fast 330.000 gestiegen. La UNESCO ya ha venido alertándonos como país desde... Die UNESCO hat uns bereits alarmiert. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Tourismuszahlen zu stabilisieren. Das geht nicht über Nacht, klar. Denn es hat soziale, wirtschaftliche und sogar ökologische Auswirkungen. Das muss artikuliert werden. Deswegen ist Isurieta nun auf dem Weg zu einer Sitzung mit der Provinzverwaltung. Es geht um die Verdopplung der Tourismusgebühr von 100 auf 200 US-Dollar und wie das zusätzliche Geld eingesetzt wird. Die Kundschaft großer internationaler Reiseunternehmen, die auf All-Inclusive-Pakete, auf Luxusjachten setzen, werde diese Erhöhung kaum treffen. Aber was ist mit uns? Sagen die unabhängigen Reiseführer, Restaurantbesitzer und Hoteliers vor Ort, die vor allem von Einheimischen und vom Billigtourismus leben. Gleichzeitig sind sie es, die die negativen Auswirkungen des Overtourism direkt zu spüren bekommen. Denn hinter dem grünen Image der Insel verstecken sich enorme Probleme. Bei Gott, wir haben kein Trinkwasser hier. Es gibt kein ordentliches Abwassersystem, keine wirkliche Lösung für den ganzen Abfall. Es gibt Probleme mit der Energieversorgung. Und weil die Touristen immer mehr Sachen benötigen, werden immer mehr Waren vom Festland importiert. Und gleichzeitig wird das Geld knapp, um all diese Touristenströme und was mit ihnen kommt, zu kontrollieren. La capacidad del AVG para controlar es pobre. Es geht nicht nur um Einsätze gegen große Fischfangflotten. Gefahren für das sensible Ökosystem lauern auch in den Schuhsohlen und Rucksäcken der Touristen. Deswegen muss jeder, der die Inseln betritt, erstmal durch eine Kontrolle, ähnlich der an einem Flughafen. Taschen werden inspiziert, es dürfen keine organischen Produkte mitgebracht werden, nicht mal ein Apfel. Die Schuhe werden desinfiziert. Eine der größten Sorgen: dass Touristen sogenannte invasive Arten einschleppen. Bakterien, Pilze, Samen, Larven von Tieren, die das sensible Ökosystem der Inseln schädigen können. I think probably the main difference is that you know that there are people working now to protect the islands. Zu Darwins Zeiten war das nichts, über das sich die Leute Gedanken machten: der Schutz der Natur. Ich denke, wenn er heute, 200 Jahre später, zurückkommen und die Bemühungen sehen könnte, die auf Galapagos auf lokaler und globaler Ebene unternommen werden, um diese außergewöhnlichen Inseln und die Artenvielfalt zu schützen, wäre er meiner Meinung nach wirklich, wirklich begeistert und beeindruckt. Sagt die Ururenkelin des britischen Naturforschers Sarah Darwin, die in diesem Jahr selbst auf Galapagos zurückkehrte. Im Rahmen des Projektes Darwin 200. Nachwuchswissenschaftler aus verschiedenen Ländern segelten erneut auf der Route, die Charles Darwin vor knapp 200 Jahren mit der HMS Beagle zurücklegte. Auch er war damals gerade in seinen 20ern, sagt Sarah Darwin, die heute am Naturkundemuseum in Berlin arbeitet.
you know, I've just hit 60. Ich bin dieses Jahr gerade 60 geworden und ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugend zum Beispiel mehr Vogelgezwitscher gehört habe. Mir gefällt die Idee, dass wir hier mit jungen Menschen zusammen an neuen Netzwerken arbeiten, um die Natur zu schützen. Denn wir sind Teil dieser Natur. Und wenn wir sie weiter zerstören, dann zerstören wir nichts anderes als unsere eigene Zukunft. Destroy nature, we are really destroying our future. Sagt die Nachfahrin von Charles Darwin in einem Beitrag von Anne Herberg. Für heute sagt Monika Feldner-Zimmermann Danke fürs Zuhören.